Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch in meiner Bastelecke. Heute geht es mal um die Seerosen. Ich habe das wirklich schon über viele Jahre schon probiert, hier an meinem Teich Seerosen zu halten. Die Ausläufer der letzten 3 Jahre seht ihr hier. Das ist alles, was noch übrig geblieben ist. Mittlerweile halten sie sich aber gut. Ich habe wirklich auch schöne Blüten. Und das Feld ist zu einer angenehmen Größe gewachsen. Ja, was ist anders zu den anderen Jahren? Das werde ich euch gleich zeigen. So, das Geheimnis für mich waren diese 2 unscheinbaren Bälle. Das sind Futterbälle für Katzen, die schwimmen, auch ohne was reinzutun, dass sie schwimmen. Man kann sie hier verstellen auf 3 große Löcher und 3 kleinere Löcher. Und ich glaube, es gibt noch eine Stufe, wo alles offen ist. Nee, und ganz zu. Hier haben wir den Verschluss. Futter rein, Deckel zu und raus auf den Teich. Ja, seitdem meine Kois die hinterher jagen, zerklettern sie hier meine Seerosen eigentlich so gut wie nicht mehr. Es gibt schon auch ab und zu, hier ein gutes Beispiel. Aber das Feld ist wirklich zu einer anständigen Größe gewachsen. Was bei diesen Futterbällen wirklich wichtig ist, sind diese Karten. Ich hatte auch schon mal Futterbälle, die flogen aber bei mir schnell in den Eimer. Und zwar geht es darum, dass die Kanten hier wirklich scharf sind und den Kois eigentlich die Münder zerschnitten hat. Ja, durch das, dass die für Katzen sind, sind die wirklich, also da steht nichts über. Ich probiere mal das irgendwie hier auf dem Bild zu kriegen. Die haben hier wirklich eine super Arbeit. Kosten nicht viel, sind nicht so groß wie die Futterbälle von den Kois, die durchsichtigen, aber funktionieren wirklich tadellos. Gibt es in verschiedenen Farben für Mädchen und Jungs. Ja, somit befülle ich mal ein und zeige euch das und hoffe, die Kois haben Hunger und Spaß daran. So, das ist die Kugel schon gefüllt. Die einen von meinen Fischen kennen das nur schon von dem Plopp-Geräusch und sind auch sehr schnell mitten dabei. Die einen sind wirklich schlau, die drücken die Kugel dann wirklich in den Eck und dann wird sie komplett ausgeschlürft. Ich mache mal noch die Mädelkugel rein. Ja, somit habe ich eigentlich bei meinem Fischen das, oder besser gesagt, meine Seerosen vor meinen Fischen geschützt. Hier sehen wir das nochmal. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass, wenn jemand ein Problem hat, der die Seerosen auch nicht lange halten, würde ich das mal so probieren. Das funktioniert bei mir. Keine Ahnung, ob es bei jemand anderem auch nützt, aber ich hoffe es und es ist die einfachste Lösung. Ich wünsche euch somit einen wunderschönen Nachmittag. Macht's gut, viel Spaß beim Basteln. Hallo! Und tschüss.